Genau. Das ist halt schon sehr, sehr. Das ist schon sehr, sehr frech, ne? Okay, wartet. Ja, Respekt ist bei uns ein Riesenthema. Ja, ja, ne? Das fängt halt auch an zu kontrollieren. Ich, ja. Ich guck jetzt mal, ne? Ich mache jetzt mal einfach nur einen Test, wenn ich mich mal kurz wehre. Weil ich stehe hier, sie kommt dann einfach, springt in mich rein. Ne? Ja, die ist da echt. Genau, ja, ja, wir gucken mal. Also, aber weil die jetzt so drüber ist, ne? Ja, natürlich, so genau. So weil die ist, ist es besser. Absolut, ne? Weil die. Die weil, die durch. Weil die drüber ist, ja. Genau. Also ist ja auch unser erster Urlaub mit ihr. Ja. Hol sie nochmal zu dir. Daddy. Weil es ist gerade, ja, gerade wenn es immer in eurem Bereich ist. Genau. Genau. Bravo. Ja, 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 alles gut. Okay. Erzählt jetzt aber erstmal trotzdem weiter, wie es also, überhaupt so für euch läuft, seitdem ihr so bei uns wir seid. Wir haben halt zum größten Teil an dem Thema Ruhe gearbeitet. Ja, hol sie nochmal zu dir. Sally. Und weiter erzählen dann, genau. Sally, hier. Wir haben halt zum. Hier rein. Hey. Warte, lass mich. Lass mich. So, jetzt sage ich hier nur ab jetzt. Warte, nix machen. Nix machen. Nix machen. Einfach mich machen lassen. Hey. Sehr gut. Ja, das erste Mal rückwärts gehen, sage ich sehr, sehr gut. Ja, totales Chaos. Totales Chaos. Extremer Stress, Frustration, also für uns auch, ne? Nicht ja. Nur für den Hund. Wir haben geweint, wir haben gestritten miteinander mit dem Hund. Es war überhaupt keine Harmonie da. Es wir haben aber auch keine Hilfe gefunden, jetzt an anderen Hundeschulen. Die wollten alle nicht mit uns arbeiten. Weil sie zu nervös war einfach. Ne? Das würde immer Gruppen sprengen und haben schlechte Ratschläge bekommen am Anfang. Ganz auch. Viele schlechte Ratschläge. So klassische Unterdrückungsratschläge. Und wir waren echt verzweifelt, weil wir haben sie ja ganz bewusst aus dem Tierheim geholt und wollten das ja auch zu Ende bringen. Und nicht, also für uns war immer klar, Geld und Zeit ist jetzt nicht das Thema, woran es scheitern soll. Und dann keine Hilfe zu bekommen. Da hat man sich ziemlich allein gefühlt. Da waren wir echt verzweifelt und da waren wir froh, dass wir dich gefunden haben. Über YouTube halt haben wir dich. Na, das war für mich der erste Aha-Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, das klappt so nicht mehr. Und da müssen wir jetzt anders handeln. Und das haben wir dann auch getan. Bei mir war es, als mir bewusst geworden ist, dass ich eine der wichtigsten Ressourcen für den Hund bin. Das war mir, ich habe immer gedacht, ich bin ihr ziemlich egal, wir haben gar keine enge Bindung. So, wenn sie mich weiter fixiert, auf mich drauf zukommt, übe ich Druck aus. Jetzt sind gerade auf die Ohren hinten gewesen, Rückwärtsgang. Mhm. Ich komme jetzt ein Stück drauf zu, ihr macht bitte gar nichts, ja? Hey! Ja, jetzt kommt von mir einfach nur eine Stimme. Hey! So, der Blick ist gut. Ah, super, sehr, sehr gut. Die Ohren gehen hinter, super machst du das. Ich gehe rückwärts. Komm her. Komm her. Sehr gut, das will ich haben, ne? Nachdenken, nicht einfach kommen, ja? Hey, sehr gut, super, ganz toll machst du das. Komm her, na komm mal hier, na komm mal hier, na komm mal hier, na komm mal her. Jetzt bringe ich wieder Stimmung rein und jetzt gehe ich wieder, hey, sehr gut, ganz toll machst du das. Fantastisch, Mäuschen. Und Nähe und Distanz, also das Thema Nähe. Dass Distanznähe schafft zum Beispiel, da habe ich viel dran gearbeitet. Kein Gebeiße mehr zu Hause. Sie ist ruhiger geworden, sie schläft mehr. Also immer, wenn sie mehr Futter haben wollte, hat sie uns gebissen. Wenn sie Aufmerksamkeit haben wollte, hat sie uns gebissen. Sie hat uns, glaube ich, auch einfach nur mal so gebissen. Also sie hat uns gemaßregelt und kontrolliert daheim und hat das sehr bewusst gemacht. Die hat blaue Flecke ohne Ende bereitet und auch mal, wenn wir keinen Fehler gemacht haben, sondern nicht das, was sie wollte. Die wollte uns kontrollieren und bestimmen oder das hat sie. Also zu Hause in den vier Wänden tatsächlich viel Harmonie. Das kann ich nicht anders sagen. Also es ist wirklich viel Ruhe, wenig Diskussion. Also das hat sich enorm verändert. Ja. So, hier lobe ich jetzt das erste Mal. Warum?
Ohren sind noch weiter hinter. Blickvermeidung, Rute fällt ab. Sehr, 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 sehr gut machst du das. Was passiert jetzt mit meinem Körper? Spannung ist raus. Spannung ist raus, andere Stimme. Toll machst du das. Guck mal auf die Rute. Wir haben Stillstand, Blickvermeidung, Ohren hinten, Rute abgefallen. Vorher hört ihr nicht mit Spannung auf. Jetzt lasse ich sie ja raus. Versteht ihr das Prinzip? Ja. Also noch. Finde ich, ja, das ist ein Riesending, weil zu Hause guckt ja selten einer rein, sag ich mal. Und das ist für uns, wir sind jetzt wirklich bewusst auf den Spaziergängen unterwegs und zu Hause passiert einfach nicht viel und das klappt. Ja, definitiv. Du kannst dir die Sachen so oft du willst angucken und dann natürlich auch feststellen, wo deine Fehler sind. Ja, Videoanalysen sind das große Ding einfach. Also die Zoom-Calls, ich bin ein Riesenfan von Zoom-Calls. Ich gucke mir alle Aufzeichnungen an, auch wenn ich nicht teilnehmen kann. Dieses Gespräch, das man dann auch miteinander hat und die Wiederholungen, die man dadurch einfach hat, dass man und die Tagebücher, die man führt natürlich auch, sag ich mal. Und dass man eben das Fundament aufbaut, bevor man überhaupt in den Konflikt geht. Das ist, war bei uns natürlich auch immer anders, immer am Konflikt gearbeitet, hat nichts gebracht. Und wir haben ein gutes Fundament. Wenn sie ausgeschlafen ist, keine Reize groß sind, dann haben wir das Fundament definitiv gut. Wir müssen es jetzt weiter ausbauen. Lassen, genau. Und jetzt wiederholst du es einfach nochmal. Nur wiederholen. Genau, im Kopf zählen. 1, 2, 3, Abbruch wiederholen, ganz bisschen nach vorne. Genau, und warten. Und dann Geduld. Hab Geduld. Geduld ist das Beste, was du haben kannst. Nein. Nicht rumfummeln mit der Leine. Genau. War gar nicht nötig. Und wegdrehen. Zu mir gucken, zu mir gucken. Fühlst du und verstehst du, was ich jetzt meine? Ja. Okay, sehr gut.